Cn nicht in y, dann ist halt Cn, also das ist das C, ja, C, dann ist C gleich, dann, also C1 bis Cn und dann kommen lauter 9. Und dann wende ich Lemma 7, Bemerkung 7.3 an. Gilt dann Psi von C1 bis Cn minus 1, Cn plus 1 und lauter Nullen ist auch x. Ja? Und dieses ist tatsächlich ein y. Ja, also ist auch die Abbildung Psi surjektiv. Ja, ich habe jetzt ja potenzielle Urbilder weggenommen, dadurch könnte ja die Surjektivität kaputt gegangen sein. Aber dadurch, ja, aber ich habe die eben nur solche weggenommen, von denen ich weiß, da gibt es auch noch einen anderen, mit dem ich dieselbe Zahl darstellen kann. So, und dazu habe ich mir das Lemma 7.3 überlegt. So, also das ist die Surjektivität. Jetzt muss ich noch zeigen, ist es injektiv? So, das heißt, da muss ich jetzt also, habe ich jetzt, ich gebe mir jetzt zwei verschiedene Folgen Cn und Dn vor und muss zeigen, die Bilder sind ungleich. Also seien dazu Cn, n in n, dn, n in n, Folgen in y, die sich tatsächlich unterscheiden. Und dann ist zu zeigen, Bilder sind ungleich. Okay? Okay. Ja, da müssen wir dann diese Reihen, da muss man jetzt noch ein paar andere machen. Wenn die ja sich unterscheiden, dann gibt es ja auch irgendein N, an dem die sich unterscheiden. Das nenne ich jetzt N1. So, also irgendwo unterscheiden die sich. Also sei n1 der kleinste Index n, an dem die sich unterscheiden. Ja, den muss es ja geben, weil die unterscheiden sich ja. So, und jetzt. Okay, dann ist entweder ist das Cn1 dann kleiner als das Dn1 oder das Dn1 ist kleiner als das Cn1. Und dann denke ich mir, ich habe die so nummeriert, so die Namen so vergeben, dass das Cn1 kleiner als das Dn1 ist. Also wir nehmen an, wir dürfen annehmen, und damit meine ich, dass wenn das nicht so ist, dann würden wir einfach C und D vertauschen und könnten aber dasselbe Argument machen. Wir dürfen annehmen, dass Cn1 kleiner als Dn1. Ja, wenn die nicht ungleich, wenn die nicht gleich sind, dann muss einer kleiner sein als der andere. So, und dann, jetzt kommt das Cn1, das C ist ja nicht in Y. C, N, N, nee, das liegt ja in Y, so das ist in Y, existiert ein N2 und das ist auch größer als das N1 mit
Cn2 ist nicht 9. Ja, denn sonst würde ja, wenn es das nicht gäbe, dann wären ja ab n1 alles 9. Und das ist ja nicht so, das ist ja die Differenzierung von y. Also kann ich das, gibt es also so ein n2, wo das nicht 9 ist. Und dann kommt die Ungleichung. Da kommt jetzt eine Ungleichungskette, da ist an einer Stelle halt ein echtes Ungleichheitszeichen drin. Also die Summe k gleich 1 bis unendlich, ck, c noch minus k, die ist kleiner als die Summe k gleich 1 bis n1, ck, c noch minus k, plus die Summe k gleich n1 plus 1 bis unendlich, 9 mal 10 hoch minus k. Ja, warum ist das so? Das liegt daran, also hier diese CKs, vorne stehen ja die richtigen CKs. Und ab dem n1 plus 1 habe ich die CKs ersetzt. Alle CKs sind natürlich kleiner als 9, aber das cn sind kleiner gleich 9. Also weil alle ck kleiner gleich 9, deswegen ist das hier. Und an einer Stelle ist es aber wirklich echt weniger. Und cn minus 2 ist sogar echt kleiner als 9. Ja? Deswegen habe ich hier nicht nur ein kleiner gleich, sondern ein echtes kleiner. Und die hinten, das rechne ich jetzt aus. Ja, das habe ich schon tausendmal gemacht. Da kommt dann 10 hoch minus n1 raus. Ja, da wird ja einfach diese Reihe wieder aufsummiert. Das ist ja im Prinzip eine geometrische Reihe, habe ich ja schon mal gemacht. Und das hier, das ist kleiner gleich Summe k gleich 1 bis n1 dk 10 hoch minus k, weil für die, die Indizes, für die k's, die kleiner als n1 sind, sind sogar ck und dk gleich. Und für cn1, da ist dn1 ja größer als cn1. Und wenn es größer ist, dann muss es mindestens um eine Einheit größer sein. Deswegen habe ich dann hier ein kleiner gleich. Und egal, was bei dem d noch kommt, da klappt ja x noch was dazu. Also ist das Summe, kleiner gleich Summe k gleich 1 bis unendlich dk c noch minus k. Ja, und damit habe ich gezeigt, die sind ungleich. Ja, und es waren überall alles kleiner Gleichzeichen, aber an dieser Stelle war halt ein echtes kleiner. An der Stelle, ja, wo ich da an der Seite argumentiert habe, warum hier ein echtes kleiner steht, da wird eben die Ungleichheit erzwungen. Ja, alles andere kann notfalls auch gleich sein. Okay? Deswegen gibt es eine eindeutige Dezimalerstellung für jede reelle Zahl, wenn man sich halt auf diese Menge y beschränkt. Und man, ja, so. Gut. Da... Jetzt haben wir das Thema Reihen erstmal erledigt. Wir werden natürlich über die Exponentialreihen noch Dinge beweisen und so, dass also Reihen kommen und kommen dann wieder vor, die, ja, an verschiedenen Stellen in der Vorlesung. Und jetzt kommen wir aber wieder zu den Funktionen. Und das ist ja so, als in der Analysis wird ja viel differenziert, aber bevor wir zu differenzierbaren Funktionen kommen, müssen wir erstmal sagen, wann ist eine Funktion stetig. Also das Kapitel, was jetzt anfängt, ist das Kapitel über stetige Funktionen. So, da gehe ich mal wieder nach hier drüben. Acht stetige Funktionen. Also meistens werden wir über differenzierbare Funktionen reden, aber das hilft uns alles nichts. Wir müssen erstmal auch die stetigen verstehen. So, da fange ich auch sofort mit der Definition an. Also ich habe i
in R. Also ich habe das jetzt I genannt, weil meistens sind das in der Praxis Intervalle. Das muss aber nicht so sein. Also im Skript, so wie das jetzt steht, steht da Intervall. Aber das braucht man an keiner Stelle, dass das ein Intervall ist. Deswegen schreibe ich einfach nur eine Teilmenge. Ja, also hier ist jetzt I eine beliebige Teilmenge von R. Sei F von I nach R eine Funktion. Sei x0 ein Punkt aus i. F heißt stetig in x0. Wenn es zu jedem Epsilon größer 0 ein Delta größer 0 gibt, so dass also wenn ich ein x aus i habe und das x hat den Abstand von dem x0, in dem ich die Stetigkeit nachweisen will, von weniger als Delta, dann unterscheiden sich die Bilder f von x und f von x0 um weniger als Epsilon. Ich male da gleich was zu hin. Bei der Definition ist noch ein Satz hinzuschreiben. F heißt stetig, also als Funktion. Also hier habe ich ja stetig in einem Punkt erklärt. Und jetzt erkläre ich stetig überhaupt, wenn f in allen x0 aus i stetig ist. Definition. Ich will jetzt zum Beispiel, ich will jetzt was hinmalen, was diese Epsilons und Deltas. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sich ein bisschen, da ist auch was Gewöhnung dabei und manche Leute rechnen auch lieber gern mit Folgen und ich werde das dann auch gleich doch mal mit Folgen hinschreiben, diese Eigenschaft. Aber bevor ich das mache, male ich mal ein Bild hin. Ein riesiges, ja, okay. Ich muss die Funktion ganz groß hinmalen, damit man diese kleinen Epsilons, die dann dahin gemalt werden, auch noch sehen kann. Also hier ist vielleicht meine Funktion. So, hier ist mein x0. Hier ist x0. Und hier ist dann f von x0. So, und dann gebe ich so ein Epsilon vor. Wie gesagt, ich mache das Epsilon jetzt ein bisschen groß. Also Epsilon ist natürlich in Wirklichkeit winzig. Ja? Also das ist das Epsilon. Das ist also f von x0 minus Epsilon plus Epsilon f von x0 minus Epsilon. Dann gibt es hier so ein Intervall. Und da bleibt das f drin. Wenn ich mit dem x0 nur ganz, mit dem x ganz nah bei dem x0 bleibe. Also hier mache ich jetzt hier mein Delta hin. Und dann gibt es hier auch so ein Intervall. Und der Teil von der Funktion, der zu dem Intervall x0 minus Delta, x0 plus Delta gehört, das ist ja der hier, der bleibt komplett in dem Epsilon-Streifen. Ja? Ich habe das absichtlich auch ein bisschen kleiner gemalt als nötig. Also der Epsilon-Streifen wird eben nicht ausgenutzt oder so, sondern nur, ich gebe so ein Epsilon vor, dann muss ich mir so ein Delta hier unten suchen können, sodass, wenn ich das Bild von diesem kleinen Intervall um das x0 mache, dass das komplett in dem Epsilon-Streifen um das f von x0 bleibt. So, wie man das technisch macht, das ist natürlich dann auch, da mache ich jetzt ein paar Beispiele vor, da gibt es so Tricks,
Und natürlich, in Wirklichkeit wird man das dann häufig so machen, dass man ja wieder Grenzwertsätze hat und dann sagen kann, die Summe von zwei stetigen Funktionen ist stetig und sowas alles. Also diese Sätze, die beweise ich natürlich auch relativ zügig. So, ich glaube, das ist jetzt die Gelegenheit für Fragen. Und dann, also Sie stellen jetzt ein paar Fragen und dann machen wir die Pause und von 5 Minuten und dann der Rest. Also seit 10 Minuten kam doch jetzt gerade eine Frage geschrieben. Ja. Also ich glaube eine Frage, man weiß es ja nicht. Okay, kann ja. Ja, der Stetigkeitsbegriff ist natürlich schon ein wichtiger Begriff der Analysis. Und das machen wir halt, weiß ich nicht, man kann das über Folgen ausdrücken, das mache ich auch gleich. Ich denke, dass das in der Schule über Folgen ausgedrückt wird und die Konvergenz von Folgen, die wird aber nur so in der Schule so, also man, die geht dann nur mit Händewedeln. Ja? Und hier gibt es bei uns gibt's kein Händewedeln mehr und deswegen muss man dann tatsächlich die Definition machen und die sieht dann eben so aus. Und Frage fertig. Hier ist jetzt gerade. Moment. Da kam einmal eine Antwort zu einer Frage. Ach so, okay, ja. Gut. Dann. Ich habe zuerst gefragt worden, ob man das Epsilon beliebig groß wählen kann, damit dieses Delta geht, aber das ist ja genau anders. Nee, also man kann natürlich auch riesige Epsilons machen, aber das sagt ja dann nichts. Also wenn ich hier so einen riesen Epsilon mache, dann ist die ganze Funktion in der Epsilon-Umgebung und ich kann gar nichts erkennen. Ja? Sondern das Epsilon ist sozusagen die Lupe, mit der ich hier an diese Stelle reingucke. Ich will ja wissen, an dieser Stelle ist das hier stetig und dann brauche ich ein ganz kleines Epsilon drumherum. Und es muss beliebig klein sein. Ja, deswegen steht hier, genau, es steht hier nur zu jedem Epsilon größer 0. Ja, da steht nicht zu jedem beliebig klein oder so, sondern zu jedem. Aber das ist natürlich so, dass wenn ich zu einem Epsilon so ein Delta gefunden habe, dann kann ich das Delta natürlich auch alle für alle größeren Epsilons benutzen. Das heißt, Arbeit, also Schwierigkeiten, gibt es nur, wenn das Epsilon klein ist. Also man schreibt das da zwar so mit jedem hin, aber muss im Auge behalten, dass man nur für die kleinen Epsilons was leisten muss. Ja. Jetzt kommen da noch Fragen zum vorherigen Kapitel mit dem CK, DK, aber ich glaube, da jetzt nochmal, wie man auf die kommt. Also, wie man die CKs bekommt, das ist ja, also, das sieht der Beweis, ich will jetzt nicht an den Beweis zurückgehen, aber also nicht auf die Tafel zurück, aber das ist ja, das sieht halt kompliziert aus, weil man eben alles benennen muss. Ja? Das ist halt, Sie haben so eine Fließkommaentwicklung, 3,14159, und Sie müssen natürlich diese Ziffern erstmal benennen. Die heißen eben CK, das sind eben die CK. Und wenn Sie dann gucken wollen, die Zahl, die durch so eine Ziffernfolge 3,159 oder sowas gegeben wird, die liegt ja über den Anfangsziffern. Also Sie schneiden diese Ziffernfolge irgendwann ab und dann liegt die Zahl da drüber. Ja? Aber wenn ich die letzte, irgendeine von den, also das ist die, wo ist das? Das ist auch schon, das ist ja, das ist auch schon, doch, das ist hier, wir gehen eigentlich nochmal zurück. Also, ja, die Zahl, das hier sind, nee, die eigentliche Rekursionsformel, die ist schon weg. Also hier wurde ja was ganz anderes gemacht. Ja? Also wir, Sie überlegen sich, wie findet man überhaupt, wenn man die Zahl schon hat, die Fließkomma-Darstellung. Und die Fließkommas, das ist ja so, das wird ja immer größer. Also ich habe die ersten n Nachkommastellen habe, dann liegt das unter der Zahl, weil durch jede Nachkommastelle, die ja hinten noch dazukommt, wird es ja etwas größer. So, aber das liegt natürlich optimal unter der Zahl. Wenn ich bei den ersten n Nachkommastellen schon was dazugeben könnte und ich wäre immer noch unter der Zahl, dann wären die Nachkommastellen ja falsch. Ja? Und mehr als das steht da nicht, aber halt mit Summenschreibweise. Da war ja auch die Frage bezüglich dem Epsilon und dem
Delta auch noch gekommen, wie man auf ihn kommt. Das Epsilon wählen wir ja frei und das Delta müssen wir so klein wählen, dass es eben zu messen ist. Ja, da mache ich, werde nach der Pause damit anfangen, dass ich zeige, dass x² stetig ist. Und ja, wie kommt man drauf? Das ist aber ja, das ist das zentrale Problem der Mathematik, gell? Wie komme ich irgendwo drauf? Und das mache ich mal in ein paar Beispielen vor. Und dann kriegt man, an den Stellen werde ich dann versuchen zu erklären, wie man darauf gekommen ist. Ja. Aber gut, da gibt es natürlich kein allgemeines Verfahren, wie ich von dem Epsilon zu dem Delta komme. Okay, gut, dann schalte ich mich mal ab und wische die Tafel und in 5 Minuten bin ich dann wieder da.
Ja, wir sind dann schon wieder auf Sendung. Ich hatte gerade in Prosa die Definition von stetig hingeschrieben. Ich mache das jetzt nochmal mit Allquantoren. Also, dieser Prosa gilt als hübscher, aber Allquantoren finde ich eigentlich selber relativ gut verständlich. So, also f von i nach r ist stetig in x0. Das muss der Limitpunkt von i sein, wenn so, das schreibe ich jetzt als Quantoren. Für jedes Epsilon größer 0 gibt es ein Delta größer 0, sodass für alle x aus i gilt, wenn x und x0 den Abstand höchstens Delta haben, dann haben f von x und f von x0 den Abstand höchstens Epsilon. So, und das kann man nämlich jetzt auch gut verneinen. Ja, verneinen heißt ja, wir drehen all diese Quantoren um und verneinen dann die Aussage, die da hinten steht. Also, das heißt, also f unstetig in x0, ja, dann gibt es einen Verbrecher, wenn es nicht für alle gilt, dann gibt es einen, für den es nicht gilt, ein Delta größer 0, sodass für das, was immer für Delta ich da nehme, also für alle Delta größer 0, gibt es ein x aus i mit der Eigenschaft x minus x0 ist kleiner als Delta und f von x minus f von x0 ist größer gleich Epsilon. Ja, also das ist die Verneinung von der Implikation. Also wenn Sie das jetzt so, ja, dann gibt es eben so ein i, also hier wird ja alles, hier wird ja negiert, dann gibt es so ein x aus i, also hier muss ja für alle x aus i mit dieser Eigenschaft was gelten, dann gibt es eben ein x aus i mit dieser Eigenschaft, für die das nicht gilt. Also so ist das umgangssprachlich logisch. Und wenn Sie, es ist aber ja so, a impliziert b, das heißt, nicht A oder B. Und das heißt, wenn ich das verneine, dann muss ich ja hier verneinen und das nicht nicht A ist A und das nicht B. Ja? Und wenn Sie eine dieser beiden, also entweder die Erklärung, die ich hier mit Händewedeln gemacht habe, oder die verstanden haben, dann reicht das. Ja? Sie müssen jetzt nicht, wenn Sie das wunderbar gut finden, dann müssen Sie nicht versuchen, hier den tieferen Sinn zu verstehen. Ja? Wenn Sie aber formal denken, dann verstehen Sie das und finden, hier war ich zu vage. Ja? Die Leute sind verschieden und das muss ich auch berücksichtigen. Ja? Deswegen gebe ich manche Sachen auf so verschiedene Weisen ein. So, egal. Also wichtig ist dann nachher, dass Sie die Frage, ja? Und zwar, Sie haben ja, es existiert Epsilon, für alle Epsilon existiert Delta, wo ist dann 0 für alle Epsilon mit i. Ja. Müsste das für alle x mit i nicht noch vor dem Delta sein, weil das Delta hängt ja prinzipiell auch von dem x. Ah, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, da werden wir dann bei dem, was wir da in der Pause... Das haben wir in der Pause diskutiert. Nein, 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 das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Dieses Delta, man kann ja auch noch, was man auch noch machen könnte, nee, das ist richtig so. Wir könnten natürlich sagen, ah, dieses Delta, das hängt vielleicht von dem x0 gar nicht ab, sondern... wenn ich ein x0 habe und ein Epsilon, dann kann ich ein Delta finden, was da für alle x0s gilt. Ja, ich habe das ist, x0 und das genau. Das ist eine andere, das ist eine Variante des Stetigkeitsbegriffs, die werden wir in Analysis 1 auch noch kennenlernen müssen, weil wir die brauchen, wenn wir dann nachher integrieren wollen. Aber im Augenblick ist das unser Stetigkeitsbegriff. Ja, so. Genau. Ja, die Gleichmäßigkeit, die kriegen wir später. So. Und jetzt, was wichtig ist, jetzt schon mal das Beispiel. Ja, jetzt kommen schon mal zwei Beispiele. Beispiel A. Die Quadratfunktion ist stetig. Also das ist eine Funktion von R nach R. X geht über nach x Quadrat.
Die ist stetig. Und das mache ich jetzt wirklich, indem ich das alles abarbeite. Ja, also der Beweis. Sei Epsilon größer 0 beliebig, also mein Gegenspieler gibt mir ein Epsilon größer 0 und sagt mir aber nicht, welches das ist. Dann sei Delta gleich, dann muss ich aus dem Epsilon und dem x0 das Delta ausrechnen, auf irgendeine Weise. Sie haben da oben x minus x0 Betrag kleiner Delta vergessen. Ach, hier fehlt das Delta. Ja. Ja, so, das Delta. Und weil ich jetzt erklären will, wie man auf das Delta kommt, schreibe ich das Delta noch nicht hin. Also im Skript steht es, Sie können meinetwegen auch schon nachgucken, aber ich will ja sagen, wie komme ich denn da hin? So, also das Delta, das hat da gleich mal mehrere Eigenschaften, mit denen das dann geht. Sei, jetzt nehme ich das x mit x minus x0 kleiner als Delta. Das ist ja dann da. Also das ist jetzt ein beliebiges x mit dieser Eigenschaft. Und dann muss ich halt f von x minus f von x0 ausrechnen. Und da gibt es, ja, also am Anfang, das ist ja x² minus x0². Sondern hier ist die Stelle, wo man, es ist ja eben nicht jede Funktion stetig. Also muss es für jede Funktion einen Grund geben, warum der stetig ist. Und den muss man jetzt an dieser Stelle erkennen. Und hier haben wir es natürlich einfach. Hier haben wir die dritte binomische Formel. Das ist x minus x0 mal x plus x0. Ja, das erkenne ich deswegen in einer halben Sekunde, weil ich diese Aufgabe schon vielleicht 30 Mal in meinem Leben vorgerechnet habe. Ja, und das Schöne ist ja, hier haben wir dann wirklich schon das x minus x0 kleiner Delta stehen, von dem ich weiß, dass es kleiner Delta ist. Also das ist kleiner als Delta mal x plus x0 Betrag. Ja, da sind wir noch nicht fertig, weil dieses x, das hängt ja noch ab. Also hier habe ich jetzt das x und das x0 in einer Formel, das ist vielleicht auch nicht schön. Da benutze ich hier die Dreiecksungleichung. Hier benutze ich jetzt das da. Und da gibt es natürlich nicht nur einen Beweis, das können Sie auch mit anderen Deltas hinbringen. So, also Dreiecksungleichung, dann bin ich kleiner gleich Delta mal x-Betrag plus x0-Betrag. So, jetzt muss man sich überlegen, dieses Delta, das haben wir ja gerade schon diskutiert, dieses Delta, das darf von x0 abhängen. Das ist völlig in Ordnung. Aber das Delta darf nicht von x abhängen. Ja? Weil es ist ja, es gibt ein Delta, also das für alle x. Das heißt, ich muss das Delta wählen, bevor ich das x kennenlerne. So, und deswegen darf ich das nicht machen. Aber, was weiß ich denn von dem x? Ich weiß ja, dass das x von dem x0 gar nicht weit weg ist. Ja? Das x ist ja, und das heißt, das x ist auch nicht viel größer als das x0. Also könnte ich jetzt, wenn ich jetzt also bei dem Delta verlange, dass das, sagen wir mal, kleiner als 1 ist. Also ich schreibe jetzt hier Minimum und da kommen hier zwei Eigenschaften. Und das heißt, das Delta hat beide, ist kleiner als beide diese Termen, die da stehen. So, dann ist also, dann kann ich hier eine 1 hinschreiben. Dann ist Delta, also okay, noch ein Schritt. Das ist kleiner als Delta mal x0 plus Delta. Das ist die Abschätzung für das x plus x0. Ja, das x schätze ich ab durch x0 plus Delta, weil das x ja von x0 den Abstand höchstens Delta hat. Das ist also auch wieder eine Dreiecksumgleichung. Ja, das liegt daran, dass x minus x0 kleiner Delta ist. Dann komme ich also hier an und das ist auch ein echtes kleiner. So, jetzt habe ich das x0 hier stehen und da stehen, das ist ja fest, aber hier steht das Delta zweimal. Da könnte ich jetzt eine Kurvendiskussion für diese Kurve machen. Aber das ist totaler Overkill. Wir brauchen ja nicht die optimale Abschätzung, wir brauchen irgendeine Abschätzung. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, Delta ist höchstens 1. Das heißt, es geht weiter mit Delta mal x0 plus 1 plus x0. Na, jetzt war ich. Ja? Also, okay. Diese Rechnung. Also ohne weitere weitschweifige Erklärung ist das natürlich kleiner als Delta mal 2x0 plus 1. Ja, und jetzt soll das aber, hier reicht jetzt gleich Epsilon, kleiner gleich Epsilon, dann habe ich das echte Ungleichheitszeichen hier vorne. Das ist kleiner gleich Epsilon, wenn ich das so einrichte. Ja? Wenn das Delta nämlich auch kleiner als Epsilon durch 2x0 plus 1 ist, dann stimmt das. Also schreibe ich hier hin, Epsilon.
2x0-Betrag plus 1. So, ja, also das hier führt dann zu dieser Ungleichung. Und dann habe ich das, dann ist es fertig. Ja, und das ist jetzt, wenn ich hier, da gibt es eben Varianten. Ja? Also ich habe jetzt versucht zu erklären, warum ich das so gemacht habe. Und ich möchte aber hier nochmal warnen. Also man muss ja tatsächlich das in der Reihenfolge abarbeiten, wie das da oben steht. Also es gibt mein unbekannter Gegenspieler gibt mir ein Epsilon. Dann sage ich, okay, aus dem Epsilon machst du das Delta wie folgt. Dann gebe ich ihm eine Vorschrift, wie man das macht. Und dann gibt mir der unbekannte Gegenspieler erst das x. Das heißt, wenn ich das Delta hinschreibe, darf ich das x nicht benutzen. Und das war der Grund, warum ich hier das x durch x0 plus Delta ersetzen musste, weil hier stehen jetzt nur noch Größen, die ich kenne. Also wenn ich das Delta, um dieses Delta loszuwerden, sage ich eben, Delta ist kleiner gleich 1 oder sonst irgendwas. Ja? Was ich hier übrigens nicht hinschreiben darf, ist x0-Betrag. Ja, dann wäre das jetzt zwar einfacher, dann stünde hier 3x0-Betrag, aber x0 kann ja 0 sein und dann ist Delta nicht mehr größer als 0. Okay, so, das war jetzt mal ein Stetigkeitsbeweis. Dann machen wir mal einen Unstetigkeitsbeweis. Achso, triviale Aussage, die quetsche ich hier unten noch an den Rand. Konstante Funktionen sind stetig. Das ist der einzige Fall, wo das Delta von dem Epsilon gar nicht abhängt. Ja. So, aber hier ist dann noch, mache ich jetzt wirklich eine Funktion, die soll unstetig werden. Das ist so ein Sprung. Ja. Ich springe einmal so hoch. Ich gucke auf mein Skript, damit ich den Sprung auch so mache, wie der hier steht. Also f geht von r nach l. F von x ist, das ist jetzt eine Fallunterscheidung, 0, wenn x kleiner gleich 0 ist und 1, wenn x größer als 0 ist. Also das ist eine Funktion, die auf der negativen Zahl 0 ist und danach 1 hochspringt und dann weitermacht. Und bei der 0 ist sie halt noch 0. So, und die ist natürlich unstetig. Ja? F ist unstetig. In x0 gleich 0. Ja, und da schreibe ich von drüben, wenn ich dauernd hin und her schwenken müsste und sie schwindelig werden, die Regel nochmal ab, die ich hingeschrieben habe. Also es zu zeigen, es existiert ein Epsilon größer 0, sodass für alle Delta größer 0 gibt es ein x aus i, aber i ist jetzt r, gilt, sodass x von x0 ist aber 0, ein Abstand von höchstens Delta hat, aber f von x und f von 0 unterscheiden sich um mindestens Epsilon. Ja, das ist das, was ich drüben hingeschrieben hatte. Ich habe noch für das x0 schon 0 reingeschrieben. So, und das. Ja, und wenn ich das einmal so hingeschrieben habe, dann sieht man das ja praktisch sofort. Also der springt ja hier von, hier ist er noch 0 und hier ist er plötzlich 1. Und hier ist die Höhe 1. Er springt ja auf 1 hoch. Das heißt, wenn ich Epsilon gleich in halb nehme, dann ist der Abstand jedenfalls schon mal größer. Also ja, es gibt da ganz viele Epsilons, die ich nehmen kann, aber ich nehme jetzt mal Epsilon ist in halb. So, ja? Weil die Sprunghöhe ist über ein halb, das sehe ich ja. So, sei Delta größer 0 beliebig, da muss ich das x angeben. So, der Wert an der Stelle 0, der ist 0. Das heißt, wenn ich das x hier drüben suche, dann ist der Abstand 0. Aber wenn ich das x auf der rechten Seite suche, dann ist der Abstand 1. Ich muss also ein x angeben, was größer als 0 ist. Und einen Abstand von weniger als Delta von der 0 hat. Gut, da gibt es auch ganz viele. Zum Beispiel Delta halbe. Ja, dann ist nämlich f von x minus f von 0. Das ist f von Delta halbe, f von 0 ist 0, f von Delta halbe ist 1, das ist 1 und 1 ist mehr als ein halb. Ja? Also wenn man sich das
Also ja, das war natürlich auch ein leichtes Beispiel, aber ich habe gezeigt, wie man das abarbeitet. Ja, das Epsilon muss man sehen, hier an der Sprunghöhe sieht man das. Und dann, wenn man das Delta kann man sich natürlich jetzt nicht aussuchen, aber da muss man halt das x finden, was einen kleinen Abstand hat. Und hier bei dieser Funktion ist das so, die kleinen, die x mit dem kleinen Abstand, die einen großen Abstand der Funktionswerte haben, das sind diese hier. Gut. Dann will ich das durch Grenzwerte machen. So, ich glaube, hier oben ist noch ein bisschen Platz. Was ich ja schon kann, ist Limes a n, n gegen unendlich ist b. Das habe ich schon definiert. Jetzt will ich was machen, das sieht so ähnlich aus, aber das ist natürlich nicht genau dasselbe. Limes f von x, x gegen a ist b. Ja, das sieht so ähnlich aus, aber hier geht die n gegen unendlich und das ist eine Folge. Und hier geht x gegen den Punkt a und das ist eine Funktion. Ja, und das erkläre ich jetzt, aber indem ich diesen Begriff auf diesen Begriff, also den Funktionsbegriff auf den Folgenbegriff zurückführe. Aber natürlich gibt es ganz viele Folgen, die gegen a konvergieren. Und die muss ich dann eben alle nehmen. Ja, also in diesem Limes-Begriff steckt drin, dass x ist, ich nehme eine Folge, irgendeine Folge xn, die gegen a konvergiert und betrachte dann die Folge f von xn. Also ich habe wieder i eine Teilmenge von r. Ich habe ein a aus i. Oh, das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Ja, ich glaube, es ist aber eine unnötige Komplikation, wenn ich das nicht mache. Also ich sage, das a ist aus i. Das kann man dann auch nachher noch anders machen, aber jetzt machen wir mit a aus i. Sei f von i ohne a nach r eine Funktion. Wir schreiben der Grenzwert von f von x für x gegen a, der ist b, wenn für jede Folge xn in n, xn in n in i ohne a die gegen a konvergiert mit Limes, es ist egal, ob ich hier, es ist egal, also ich nehme das wieder weg, das ist völlig wurscht. Limes x gegen a Also ich habe das Skript jetzt hier spontan ja geändert und das hier ist an der Stelle nicht gut, weil da müsste ich eigentlich jetzt einen Vorgriff machen. Also da bleibe ich mal bei dem Skript, was wir hatten. Also sei i in r ein Intervall und das a ist aus i. Ja, ich muss da solche Folgen haben. Ich sage dir jetzt, wenn für jede Folge irgendwas gilt, ja. Und wenn ich das ausprobieren will, dann muss es solche Folgen auch geben. Und wenn ich das i, wenn das i ein Intervall ist und das a ist in i, dann gibt es solche Folgen. Für jede Folge in i ohne a mit Limes x gegen x, die Folge heißt xn, also mit Limes n gegen unendlich xn ist a, gilt die Folge f von xn konvergiert auch. Und zwar gegen b. So, nochmal. Also ich habe jetzt ein Intervall, einen Punkt aus dem Intervall. Dann habe ich eine Funktion, die ist in diesem einen Punkt möglicherweise nicht erklärt, aber auf dem Rest von dem Intervall ist die erklärt. Und ich will sagen, wann konvergiert diese Funktion gegen b, wenn x gegen a geht. Und das mache ich eben so, dass ich dieses x gegen a, das
Das bedeutet, ich nehme irgendeine Folge xn, die gegen a konvergiert, und dann verlange ich halt, dass die Bildfolge gegen b konvergiert. So, da gibt es verschiedene Fragen. Die eine ist, warum führe ich das auf diese Folgen zurück? Das ist natürlich aus technischen Gründen. Einer der Gründe ist ein technischer. Ich habe ja schon Grenzwertsätze für Folgen bewiesen und dann folgen aus den Grenzwertsätzen für Folgen sofort die Grenzwertsätze für diese Konstruktion i minus x gegen a, weil das ja einfach eine Folgenkonstruktion ist. Deswegen brauche ich da keine Sätze mehr beweisen. So, das zweite ist, warum nehme ich dieses a da raus? Eine wichtige Anwendung nachher ist der Differenzquotient. Ja, wenn ich eine Funktion differenziere, dann ist ja der Differentialquotient der Grenzwert der Differenzquotienten. Und der Differenzquotient, der hat ja im Nenner x minus a. Das heißt, den gibt es an der Stelle x gleich a nicht. Deswegen muss man diesen Punkt a herausnehmen. So, und insgesamt ist das ein Kniff. Also, ja. Und jetzt will ich den. Das ist ein kniffliger Begriff. Und ich brauche den, um die Stetigkeit durch diese Grenzwertaussage hinzuschreiben. Also Satz i in R ein Intervall. A in I. F von I nach R eine Funktion. So, und dann sind äquivalent zwei Aussagen. A, F ist stetig, also die Aussage klein a, F ist stetig in dem Punkt A. Und die Aussage klein b, der Grenzwert von f von x für x gegen a ist f von a. So, ja, das ist eine schöne Aussage. Ja, also so denkt man sich das ja auch. Also wenn das x gegen das a geht, dann geht das f von x gegen das f von a. Das ist Stetigkeit. Wenn das x gegen das a geht, dann geht das f von x gegen das f von a. Nur, wenn man das dann tatsächlich in eine präzise Sprache gießen will, dann muss man halt, ja, dann gibt es halt zwei Methoden, wie man das machen kann. Das eine ist über das Epsilon-Delta, wie ich das vor der Pause gemacht habe. Und das andere ist hier über diese Folgen. Ja? Und was da nützlicher ist im Einzelfall, das ist natürlich immer unterschiedlich. F ist, ja, danke. So, ja, und da muss man jetzt beweisen, und da muss man natürlich diese Epsilontik benutzen. Also da ist jetzt, das ist so ein typischer Beweis, der sieht jetzt schwierig aus, aber eigentlich passiert ja nur Folgendes. Man muss sich an jeder Stelle überlegen, was muss ich eigentlich zeigen. Und wenn man sich das überlegt hat, dann ist das ja gerade der nächste Teil der Voraussetzung, den man noch nicht benutzt hat. Also das ist ein trickloser Beweis, wo die Schwierigkeit darin besteht, dass man zwei Definitionen gleichzeitig im Kopf jonglieren muss und auch bitte in der richtigen Reihenfolge alles abarbeiten. So, also der Beweis hat natürlich zwei Teile. Das ist ja eine Äquivalenzaussage. Ich zeige also erst, wenn ich A habe, dann folgt B. So, und da nehme ich also eine Folge her. Also die Definition von Grenzwert sagt ja, ich muss so eine Folge hernehmen. Sei xn, n aus n, Folge in i ohne a. Mit Liebes xn ist a. So, dann muss ich zeigen, f von xn konvergiert gegen f von a.
So, jetzt ist f ist aber stetig in a, nach Voraussetzung. Ah, gut. Ja, ich muss ja zeigen, also ich schreibe das mal, ich mache es mal ganz ausführlich. Zu zeigen, nehmen wir f von xn ist f von a. So, und dazu muss ich ja so ein dazu muss ich mir ein Epsilon vorgeben und dann ein großes n finden, sodass alle f von x groß n von dem f von a einen Abstand von höchstes Epsilon haben. Also an dieser Stelle ist gefordert, aus diesem zu zeigen, das zu zeigen, das verlangt, dass jetzt ein Epsilon vorgegeben wird, indem ich ein großes n konstruiere. So, also. So, dieses Epsilon ist da. Weil das Epsilon, so, jetzt muss ich die Voraussetzung benutzen. Das f ist ja stetig in a. Gibt es zu diesem Epsilon ein Delta mit f von x minus f von a kleiner Epsilon für alle, oder ich schreibe mal hin, falls x minus a, mein x0 heißt jetzt a, kleiner als Delta. So, das ist die Definition von stetig. Jetzt muss ich zu meiner Folge zurück. Das x, was ich da wirklich habe, das ist ja so ein xn. So, aber die Folge xn, die konvergiert ja gegen das a. Deswegen gibt es ein großes n, was zu diesem Delta gehört. Ja, weil die xn gegen a konvergieren, existiert ein großes n aus n, Quatsch, aus n, sodass xn minus a kleiner als Delta. In der Definition von Folgekonvergenz steht hier ein Epsilon, aber das ist, wir nehmen jetzt statt des Epsilons das Delta, weil das Delta ist ja auch eine große, eine positive Zahl, die kann ich da auch nehmen. Für alle klein n größer gleich groß n. So, okay? So, und jetzt gilt für klein n größer gleich groß n. Gilt jetzt also xn minus a ist kleiner als Delta. Und nach der Wahl von Delta bedeutet das, das ist hier dieser Punkt, f von xn minus f von a ist kleiner als Epsilon. Ja, und damit ist gezeigt, für n größer gleich groß n gilt f von xn minus f von a ist kleiner als Epsilon. Ja, also gezeigt, die Folge f von xn konvergiert gegen f von a. So, damit, das ist die eine Richtung des Beweises. So. Gut, jetzt rückwärts. Ich schreibe das hier hin, also wir, diese Definition, die müssen wir uns nochmal merken. Ja, also wenn der Limes f von x, das bedeutet, dass ich eine beliebige Folge xn habe, die gegen a konvergiert und da einsetze. So, also jetzt die Rückrichtung, b impliziert a. B impliziert A. So, jetzt noch mal gucken, das gleich. Das mache ich durch eine Kontraposition. Also sei F unstetig in A. Dann ist zu zeigen, der Grenzwert
Also Limes f von x, x gegen a existiert gar nicht oder ist jedenfalls nicht f von a. Existiert nicht oder ist nicht f von a. Ja, also, ja, da bin ich mal vorsichtig. Weil wenn dieses Zeichen Limes f von x, x gegen a einmal dasteht, dann bedeutet das eigentlich, der Grenzwert existiert. Und wenn ich also schreiben würde, Limes f von x, x gegen a ist ungleich f von a, dann würde ich sagen, dass der Grenzwert existiert. Aber ich muss ja die ganze Aussage, Limes f von x gleich f von a, widerlegen. Und das widerlegt man auf zwei Weisen. Entweder den Grenzwert gibt es überhaupt nicht, oder es gibt ihn zwar, aber er ist nicht f von a. Ja, diese beiden Möglichkeiten bestehen da. Und das muss ich also zeigen. Eine von beiden reicht. Das heißt, ich muss zeigen, es existiert Folge a, nee, xn, n aus n, so die gegen a konvergiert. So dass die Bildfolge nicht gegen f von a konvergiert. F von xn, n aus n, nicht gegen f von a konvergiert. Also entweder gar nicht oder wenn, dann jedenfalls nicht gegen f von a. Ja, und diese Folge, die muss ich jetzt machen. So, aber das ist jetzt praktisch schon die Definition, weil f ist ja unstetig. Zu jedem Epsilon größer 0, ja, zu jedem Epsilon, so, und ich will jetzt eine Folge machen und dann nehme ich bestimmte Epsilons, zum Beispiel 1 durch n, ja. Die Folge 1 durch n, das ist eine positive Folge und die werden auch immer kleiner. Die kann man also gut als Epsilon verwenden. Also zu jedem Epsilon gleich 1 durch n größer als 0, also n ist dabei eine natürliche Zahl, existiert ein Delta größer 0. Und weil ich jetzt ja eine Folge mache, nummeriere ich das Delta. Also üblicherweise schreibe ich ja für alle Epsilon existiert ein Delta. Unstetig heißt doch, das ist genau, das ist falsch rum, ja. Das erste, das Epsilon, das gibt es einfach. Genau, das ist Quatsch. Ich wollte jetzt eine Stetigkeit, aber ich will eine Unstetigkeit. Ich habe ja eine Unstetigkeit. Also das heißt, es gibt ein, ich schreibe es nochmal genau hin, es gibt ein Delta, es gibt ein Epsilon größer 0, sodass für alle Delta größer 0 gilt, wenn x und x, x und das Ding ist jetzt, wenn x und a einen Abstand Delta haben, x und a haben Abstand höchstens Delta und gleichzeitig ist aber f von x und f von a, die haben einen Abstand größer gleich Epsilon. So, den gibt es. Müsste da jetzt noch nicht ein Existenzquantum x sein? Und den gibt es auch noch, ja. Nein, es geht nur für ein Existenzquantum. So. Ja, und diese Existenzquanten, also dieses Epsilon, das gibt es einfach, das behalte ich. So, und die Deltas, da nehme ich jetzt nicht irgendwelche, sondern Delta gleich 1 durch n. Existiert zu Delta gleich 1 durch n. Ein xn, ja, dieses x, was da existiert, mit xn minus a ist kleiner als Delta, Delta ist aber 1 durch n. Und f von xn minus f von a ist größer als Epsilon. Ja, also das ist sozusagen Spezialisierung, indem ich hier nicht mehr alle Delta zulasse, sondern nur noch Delta gleich 1 durch n. Und dann werden diese x, was man normalerweise nicht macht, mit den Daten, mit dem Datum davor gekennzeichnet. Also hier gibt es ja nur ein x, das x, was es da gibt, das hängt natürlich von dem Delta ab. Das schreibt man aber üblicherweise nicht hin. Aber in diesem Falle muss ich mir eine Folge machen, das heißt, dann kriegt das x halt mal den Namen xn, wo das n zu dem Delta gehört. Ja? Jedenfalls, wenn ich das so habe, dann steht ja hier, dass das xn gegen a konvergiert.
Das steht ja hier. Aber weil das f von xn und f von a immer einen Abstand größer gleich epsilon hat, konvergiert das nicht gegen f von a. Aber f von xn, n aus n, konvergiert nicht gegen f von a. Ich weiß nicht, ob das überhaupt konvergiert, aber jedenfalls dieses größer gleich, was hier steht, das führt dazu, dass es nicht gegen f von a konvergieren kann. Also dieses größer gleich führt zu diesem Aber. Jo, ja, gut. Ja, dann kann ich auch noch, dann kann ich auch noch die Ernte, der Satz ist jetzt weg, aber der hat ja eben gesagt, dass ich Stetigkeit durch Folgen ausdrücken kann. Und ich habe für Folgen ja Rechenregeln gemacht und das führt dann automatisch zur Rechenregeln für stetige Funktionen. Das ist die Ernte von der Arbeit, die wir gerade geleistet haben. Der Satz 8,6. Ja, also da habe ich wieder ein Intervall. F und g von i, jetzt habe ich zwei Funktionen, weil ich ja Rechenregeln machen möchte. F und g gehen von i nach r. Die sind stetig in A. In einem Punkt A. A ist ein Punkt aus I. Dann sind auch die folgenden Funktionen stetig in A. Die Summe, die Differenz, das Produkt, f mal g, also das ist jetzt das Produkt, ja, wobei, das habe ich hier noch erklärt, also die Summe von zwei Funktionen wird natürlich so gemacht, dass ich die beiden, also die Summe bei zwei Funktionen ist jetzt eine Funktion. Da muss ich jetzt hier ein x hinschreiben. Und das ist dann fx plus gx. Ja, das war aber, denke ich mal, vorneweg auch schon klar. Oder das Produkt ist halt, dass wirklich das arithmetische Produkt in R, also wir liegen ja hier, die Bilder liegen ja in R, die kann ich multiplizieren und addieren und subtrahieren und weiß nicht was. Ja, das ist dann eben auch punktweise zu verstehen. So, das ist... ja, das ist der, das habe ich jetzt als A, B, okay, das gehört beides zu B, aber egal. Und der einzige Punkt, wo man natürlich wieder nachdenken muss, ist, wenn ich eine Division mache, da darf man halt nicht durch Null teilen. Also, falls GA ungleich Null, so gibt es ein Intervall, also das G kann natürlich trotzdem Durchschnitt haben, nämlich in A. So gibt es ein Intervall J in I mit A in J, sodass G von X
und gleich 0 für alle x in j. Und ja, das braucht, und das heißt, in diesem Intervall ist dann der Quotient erklärt. Also das heißt, dann ist also f geteilt durch g eine Funktion von j nach r definiert ist. Und dann ist diese Funktion halt wieder stetig in a. Und f durch g ist stetig in a. So, ich glaube, den letzten Teil muss ich jetzt doch machen, weil es halt so aussieht, als wäre das schwer. Ja, also ist natürlich klar, wenn ich über diesen Quotienten reden möchte, dann muss ich erstmal sicherstellen, dass der existiert. Ja? Und durch Nullteilen ist verboten, also muss ich feststellen, dass das g keine Nullstellen hat. Jetzt ist das i vielleicht riesig groß und selbst wenn das g in a keine Nullstelle hat, dann hat das vielleicht anderswo welche. Und die muss ich halt wegschneiden. Ja? Ja, also ich mache mal den Beweis von D, damit ich denke, hier passiert irgendwas Mystisches. Ja, also als Erste muss ich mal dieses J machen. Also was habe ich gesagt? G von A ist nicht 0, sei Epsilon die Hälfte von dem Betrag von G von A. Das ist eben eine positive Zahl, weil G von A ja nicht 0 ist. Dann existiert Delta größer 0, sodass g von x minus g von a kleiner als Epsilon, falls für alle x, ich glaube, das, ja, okay, das, ich schreibe das mal hier so hin, nee, das geht nicht, okay, für alle x, aus i mit x minus a kleiner Delta. So, das ist einfach die Stetigkeit. So, und dann setze ich eben j als, das sind die x aus i, die von a in Abstand höchstes Delta haben. X minus a kleiner als Delta, das ist auch ein Intervall, ja, das schneide ich dieses Intervall i mit dem Intervall x minus a kleiner Delta, dann kommt wieder ein Intervall raus. Und wenn ich jetzt ein x aus j habe, dann gilt g von x, das ist ja größer gleich g von a minus g von a minus g von x, das hatten wir mal als Übungsaufgabe, ja? Das ist halt eine Version der Dreiecksummengleichung. Und das g von a, das ist aber größer gleich, das g von a, das ist ja 2 Epsilon und das g von a minus g von x, das ist ja höchstes Epsilon, das heißt hier ist sogar ein echtes größer, minus Epsilon, das ist also positiv. Das heißt, g von x ist nicht 0. Ja? So, also damit ist schon mal der erste Teil erklärt. Das j ist gebaut und ich habe das halt durch Vergleich mit dem g von a hingekriegt, weil das g von a halt nicht 0 ist. Es gibt so eine kleine Umgebung, wo die Funktion nicht 0 ist. Das ist Stetigkeit. So, und jetzt die Konvergenz, also sei xnn Folge in J, also bei dem Teil D muss ich jetzt ja J nehmen, weil das anders in
weil ich nur in J sicher bin, dass der Quotient existiert. Dass die xn's gegen a konvergieren. Und dann muss ich zeigen, f von xn durch g von xn konvergiert gegen f von a durch g von a. Ja, also zu zeigen, f durch g von xn konvergiert gegen f durch g von a. Ich schreibe das mal so hin, mit diesem, zusammen mit dieser, ja, als Funktion halt. Ja, und das ist jetzt ja klar. Also f von xn konvergiert gegen f von a, weil es f stetig ist. G von xn konvergiert gegen g von a, weil das g stetig ist. Beides mal, wenn n gegen unendlich geht. Und dann folgt mit dem Satz, den ich früher aber bewiesen habe, das ist der Satz 14. F von xn durch g von xn konvergiert gegen f von a durch g von a. Ja? Und alle drei Teile dieser Aufgabe gehen genauso. Also bis auf, dass man natürlich diese Schwierigkeit mit der 0 nur hatte, wenn man teilen will. Ja? Also das heißt, dieser Satz über die Rechenregeln bei den Additionen, Multiplikationen, Subtraktionen und Divisionen, den habe ich einfach auf den Satz, den ich für Folgen gemacht habe, zurückgeführt. Da musste ich jetzt keine Epsilons mehr anfassen. Außer, ja. Jo, ich glaube, gut. Ja, dann habe ich jetzt hier, also mit diesem Satz höre ich jetzt auf. In der nächsten Stunde ist das Erste, was ich machen möchte, dass ich zeige, dass die Exponentialfunktion stetig ist. Da muss man natürlich ein kleines bisschen nochmal Sorgfalt walten lassen, weil die Exponentialfunktion hier über eine Reihe erklärt ist und wir da zwei Grenzprozesse haben. Einmal der Grenzprozess, der die Exponentialreihe aufbaut und, also, ja, und dann noch den Grenzprozess, dass das xn gegen x0 geht. Ja, das muss man schön auseinanderhalten und dann in 1 weben. Das ist dann auch kein schwer, das ist nicht schwer, man muss aber erstmal. Ja, es hat halt zwei Teile. Also wir werden es dann sehen. Okay. Gut, Fragen? Hier diese. Hier, ja. Das g von a, das hatte ich ja hier gemacht. Ja. Nein, Quatsch. Das g von, das Epsilon ist ja definiert als ein halb g von a. Das ist g von a ist 2 Epsilon. So, das ist das eine. Und das andere ist das g von x minus g von a, das ist höchstes Epsilon. Das ist das Epsilon, was ich hier abziehe. Gut. Okay. Ja, okay, gut. Dann mute ich mich mal, also dann verabschiede ich mich und dann geht es am Freitag weiter, falls Sie nicht in meiner Übungsgruppe sind. Dann geht es morgen weiter.